Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Sweet Home oder Home Improvement, wie auch immer. Wir sind dabei, den Generator einzuschalten und wir haben alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, fast alles. Wir haben das Gas eingefüllt in den Generator. Nur, ja, ich habe ja gedacht, dann wird der Generator eventuell von alleine angehen. Nein, man muss den Generator noch anschauen. Ja. Mag damit zusammenhängen, dass hier vielleicht die Übersetzung nicht 100% passt, von Japanische ins Englische. Mag sein. Aber was soll's. Und die nächste gute Nachricht ist, dass, wenn wir jetzt den Generator einschalten, dass in dem ganzen Haus Licht ist und wir keine Kerzen mehr brauchen. Ja. Okay, war das offensichtlich? Hätte man da drauf kommen können? Ich behaupte nein. It's on. Yes. Schön. Ja, toll. Ja, weiter geht's. Mehr habe ich mich jetzt aber auch nicht schlau gemacht, wo es weitergeht. Wollen wir ja selbst herausfinden. Na, Hound. Ja, natürlich. Ja, ich weiß. Gehen wir trotzdem. Hallo? Das ist neu. Dass jemand poisoned ist und dann, dass man mit dem nicht ein Team bilden kann. Oh, whatever. Hier ist jetzt aber kein Licht an, oder? Nein, die sollen nicht angegriffen werden. Schon gar nicht von diesen. Oh, schon gar nicht vom Skull. No, no. Ja, dann bitte. Los geht's. Gut, haben wir das erledigt? Mit dem Generator. Kurz das Team angucken. Katsuyo hat 80 HP verloren. Taro fast 100. Und Asuko auch fast 100. Ich gehe mal zu Asuko, die Asuka heißt. Sage das. You better split up from here. Ja, ja, ja. Klar, okay. Take care. Pass auf dich auf. Tut sich mit denen bitte zusammen. Und die benutzen dann alle ein Tonic. Das halt dann ja alle drei. Alle drei zusammen. Okay. Und dann bitte wieder trennen. Mhm. Dann wieder zusammentun. Dann wieder trennen. Und dann sich dieser Gruppe anschließen. Mit Katsuyo als Anführer. Gut. Eventuell geht jetzt diese Tür auf, das kann ja sein. Party, Emi. Ah, hätte eine elektrische Tür sein können, wer weiß. Ja, wo geht's weiter? Welche Räume haben wir noch nicht besucht? Dass wir jetzt überall Strom haben und Licht ist natürlich extrem genial. Flashlight für Shadows. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Na, das ist ein doofes Ghoul. Skull, Sophie. Habe ich schon gebracht in diesem Let's Play, oder? Hm, dann ziehe ich ihn zurück. Hm. Warum können wir nicht entlanglaufen? Obwohl es so aussieht, dass man dort entlanglaufen könnte. Die sagt uns wieder, dass wir alle sterben. Finde ich ziemlich unverschämt von der kleinen Puppe. Sind wir hier schon entlang gegangen? Nee, hier waren wir noch nicht. Wer bist du denn? Nothing. Okay, kannst du mit dem reden? Betrete nicht den gemusterten Boden. Ja,
Super. Danke für diesen Hinweis. Oh, warum bauen die so ein Stückchen des Levels, was noch ein bisschen abseits liegt und wo dann irgendjemand auf dem Boden sitzt, der uns dann einen Hinweis gibt, der uns augenscheinlich überhaupt nicht weiterhilft? Frage ist natürlich auch, ob es in diesem Flügel überhaupt weitergeht. Mit dem Abenteuer. Da liegt ein Baseballschläger oder sowas. Nee, ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Könnte aber auch ein Paddel sein. Ja, brauchen wir noch ein Paddel in diesem Spiel? Hier kommt da bestimmt noch irgendwo Wasser, dass wir Wasser überqueren müssen. Na, mal sehen, ob ich mir das merken kann, dass an der Stelle hier ein Paddel liegt, da hinten irgendwo. Davon abgesehen, dass wir, glaube ich, null Holz dabei haben, oder? Welche Level sind die jetzt eigentlich? 8. Hier haben wir... Nope, kein Holz mehr. Wir brauchen das Waxy brauchen wir nicht mehr. Also die Kerze. Können wir das mal tauschen gegen den Besen. Ich vermute allerdings, der Besen ist nur der Ersatzgegenstand für den Staubsauger. Falls Asuka mal sterben sollte. Jetzt sind wir wieder hier in dem Bereich und wir müssen unbedingt die Mädels nachziehen. Wir sind schon ein ganzes Stück entfernt. Das ist so klar, dass sie direkt wieder angegriffen werden. Und dann noch von einem Hound. Versuchen wir es mal mit Prey. Hoppa. Okay. Wir brauchen ein paar Erfahrungspunkte, die Mädels. Den kürzesten Weg hier raus, bitte. Ah! Sehr schön. Level up für Amy. Die ist dann jetzt auf welchem Level? Level 6. Während Katsuyo schon Level 8 ist. Das ist schon ein Unterschied. Geist. Geist. Naja, egal. Fällt sich der erste Geist, den wir hier sehen. So, da sind die Süßen doch. Weiter geht's mit Katsuyo. Wenn hier nicht rüberkommt, aber da wahrscheinlich auch nicht rüber muss. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Könnte sein, dass hier oben, da ist ja noch ein Raum, dass es da weitergeht. Da, wo wir rausgeschmissen wurden damals. Pardon. Da war ja ein Raum. Der hier gesagt hat, ihr habt ja nichts verloren. Raus mit euch. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ob die stark sind? Das ist eine Ritterin, oder? Okay. Ganz schön viel Schaden genommen, der gute Katsuyo. Du machst einen normalen Angriff, du machst einen Prey-Angriff. Und du bitte auch. Ja. Sehr schön. Okay. Na, oh, immerhin kriegt man hier einen Sonic. Das brauchen wir wohl nicht mehr. Können wir den Match zurücklassen. Den Match und Leiter. Also, Feuerzeug und Match, denke ich mal, sind die gleichen Gegenstände. Nur für den Fall, dass man Katsuyo verliert. Ja, bitte. Haben wir noch einen neuen Bereich. Was bist du denn? Eine Katze. Eine Katze verwandelt sich doch bestimmt in eine Hexe. Oder auch nicht. Na super. White Chasm.
Ah, Moment mal. Das Rope können wir dann immer wieder benutzen. Yes, ja, das ist doch mal gut. Das ist doch mal gut. Hier ist nichts, sagt er. Da unten ist der, ja, das heißt der Innenhof. To pack the rope won't work. Ja, was würde denn da worken, um uns da runterzulassen? Frage ist überhaupt, warum müssen wir da runter? Oh nein, wir werden von einer Mauer angegriffen. Ich kann ganz schön was einstecken. Was ist das hier? The floor sticky. Oh. Dann dürfen wir das nicht betreten. Verlieren wir Energie oder... Was bist du denn? A man! A man attacks us! Ah, Hilfe! Der Terminator! Wir werden vom Terminator angegriffen! Nein! Ja, Japaner halt. Beware, 4 steps and you will be trapped. Na super. Das heißt, dass wir dann da feststecken. Aber da liegen wichtige Sachen. Die brauchen wir. Da bin ich überzeugt von 1, 2, 3 darüber. Einmal haben wir schon betreten. An so einer doofen Stelle möchte ich jetzt nicht sterben. Ich speichere das mal eben. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Diary jetzt locked. Ja, schön, dann brauchen wir auch noch einen Schlüssel dafür, oder was? Ich tausche mal Besen gegen Spitzhacke. Obwohl ich auch hier wieder vermute, dass die Spitzhacke nur, ja, funktioniert wie der Hammer. Dürfen wir das Grüne jetzt nochmal betreten? Das ist die große Frage. Weil dann könnten wir hier ganz leicht 4 Schritte rüber machen. Nachdem wir angegriffen werden. Wieder von einem Man? Von einem Man werden wir angegriffen. What a man, what a man, what a man, what a honey for a man. Kann ganz schön was einstecken. Mach nochmal Umschalt 5. Save to slot, genau, und dann 5, 2, 3. Unknown. Ich habe etwas entdeckt. Das ist von Sakashi. Ich hatte etwas Schlimmes entdeckt. Etwas Furchtbares. Ich habe das Tagebuch abgeschlossen und den Schlüssel... Hab den Schlüssel versteckt, ja. Und aber wo der Schlüssel versteckt ist, das fehlt im Tagebuch, natürlich. Silver. Hm. Bringt das was, wenn wir das tauschen? Glaube nicht unbedingt. Der Zaro, mit der Waffe bin ich eigentlich ganz zufrieden. Mit dem Old, seitdem der das hat, kann er auch zuschlagen. Oh, ich speichere nochmal. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dann hier hoch. Den Innenhof erreichst du mit... an 2 Fehlern untergehangen. Ja, aber das hat man ja schon, da sind wir ja dran vorbeigekommen. Das funktionierte ja angeblich nicht mit einem normalen Seil. So, mein Gott. Da war ich schon wieder dabei. Mal wieder speichern. 1. Dann schauen. Wir brauchen ja den Hinweis.
Muss man dann den Vakuum benutzen. Und was auf dem Bild draufsteht, sehen wir in der nächsten Episode. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.